Na, du schon wieder. Immer wieder derselbe. So schnell ändere ich mich nicht. Ach, guck mal, der Timer ist jetzt nur noch auf 2 Minuten. We've arrived. Check the equipment and get set up before investigating. And remember, okay. So, das nehme ich auf jeden Fall mal mit. Bewegungssensor. Und das nehme ich mit. Und das. Wir haben eigentlich schon den ersten Hinweis haben wir eigentlich schon wieder. Wegen? Was denn? Ah, wegen dem Bewegungssensor? Ja, eigentlich haben wir den dritten und den vierten direkt. Was heißt hier jetzt, wird's lustig? Ich bin doch jetzt nur fortgeschritten. Was kann jetzt so viel schlimmer sein? Carol Wilson. Was, Karen? Achso, Carol. 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 Carol Wilson. Und nur alleine. Ja, super. Ja, so, läuft. Was habt ihr denn jetzt mit? Ich habe den Audiosensor mitgenommen. Okay. Weil ich einfach mal wissen will, ob der was macht. Bewegungs- oder Audio? Ich geh schon mal vor, ne? Machen. Ab wann bekommt man einen weiteren Hallo, Slot jetzt zum Tragen eigentlich? Keine Ahnung. Wir können 3 Sachen mitnehmen. Okay. 2 Gegenstände und eine Taschenlampe. Ja, ich muss wissen, was ihr habt. Foto hat keiner. So. Nee. Und EMF hat auch keiner. Ich habe Temperatur und Video. Okay. Ja, lass erstmal sowieso mit Temperatur gucken. Ach so. Alex, noch Sternkamera mitnehmen. Ah, ja. Habt ihr den Schlüssel mitgenommen? Ich meine ja. Nein, er liegt da noch. Ich hab's gerade bei Alex Streams gesehen. Okay. Okay. Hallo, wir sind zu Hause. Ist jemand zu Hause? Nein, wir sind zu Hause. Carola. Carola. Heißt es nicht eher Carol? Denk dran, wir haben auch nur 2 Minuten, ne? Ja. Bevor er uns töten kann. Ja. Der Timer ist verringert worden. Gib uns ein Zeichen. Carol. Ich hoffe, dir ist sowas von klar, dass wir gleich tot sind. Carol! Ja, jetzt soll mal was passieren. Das ist ja super langweilig. Da guckt doch keiner zu. Ich hab einen Knochen gefunden. Ich hab einen Knochen gefunden. Da hab ich übersehen. Kannst du das jetzt aufleuchten? Gib uns ein Teilchen. Achso, ich hab ja die Geisterbox. Gib uns ein Zeichen. Wo bist du? Oh, hier muss jemand Geschirr abspülen. Bist du hier? Wie hieß sie mit Nachnamen? Keine Ahnung. Hab ich auch vergessen. Ah, warum sind wir eigentlich alle so gehirnamputiert? Gib uns ein Zeichen. Ja, außer du spielst VR, dann kannst du 4 Gegenstände mitnehmen. Kannst halt dann keine Tür mehr öffnen. Carol, wo bist du? Wo bist du? Hier bin ich. Der war schon beim ersten Mal nicht lustig, Matson. Guck mal nach deinen Temperaturen da. Ja, bin ich doch bei. Aber gib uns ein Zeichen. Bist du hier? Wo bist du? Ja Mensch, wenn das so weitergeht, gehe ich gleich in den Keller, wa? Da war Alex gerade auch schon. Ja toll. Da war auch. Gib uns ein Zeichen. Da war ich noch nicht wegen Temperatur.
Gefriertemperaturen im Keller. Ja, war ja klar. Lass mich mal da runter, lass mich mal da runter. Hier, mach mal Platz jetzt. Lass mal Papa ran. Soll ich Tür zumachen? Gib uns ein Zeichen. Was kann man denn noch so für Fragen stellen? Kannst du mal aufhören, deine Taschenlampe klappern zu lassen? Oh, der hat was gesagt, der hat was gesagt. Okay. Oh, übrigens auch Neuerung, die ich gerade gesehen habe. Wenn man mit ihm redet über die Geisterbox, dann sieht man die Antwort im Display. Der hat gerade old gesagt. Das ist ein alter Mann. Ja, Mann, richtig. Oh Gott, der kommt. Der kommt. Weg. Ich habe ihn alt genannt. Ich glaube, das hat ihn böse gemacht. Hallo, Jungs. Ich glaube, ich habe einen Hexenschuss. So. Oh. 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 Hören die meinen Schreien nicht? Machst du ein Foto? Achso, ja, davon kann ich. Ich mach mal kurz die Tür zu. Ich bin gleich wieder da. Das ist aber jetzt unschön. Verdammt. Wir müssen das Zeug aufsammeln. Okay, warte mal, ich räume mal das Zeug weg und. Ja, ich stelle mal eben die Videokamera auf. Hier, fuck. Guck mich nicht so an. Guck. Fuck. Oh, da war ich zu greedy. Ich war zu greedy. Jetzt ist Marzon alleine. Ja, Marzon. Alle? Alle? Diese Drama. Du Drama Queen, du. Ich wollte noch das Foto haben. Alter, guck mal, wie du hier in der Wand hängst. Jetzt ist Marzon ganz alleine. Ich wollte einfach noch das Foto und das. Ich hab den gar nicht gesehen, wie er da hochkam. Ich erst auch nicht. Dann habe ich ein Foto gemacht, dann habe ich gedacht, ach scheiße, das ist glaube ich schon wieder. Ja, hat nämlich wieder nicht geklappt. Weiß Marzon jetzt, dass. Jetzt weiß er, dass wir tot sind. Ich hab keine Ahnung, also ich hab den Geist schon gesehen, aber. Also quasi gesehen, nicht wirklich. Ich meine ihn gesehen zu haben, aber keine. Warum lasst ihr mich denn alleine? Damit du stärker aufwächst, als wir es hier sein. Was kann Alex machen, damit. Ja. Ja, den kann Marzon jetzt mal schön suchen, den dritten Beweis. Ja, hoffentlich. Was haben wir? Mare, Dämon oder Gespenst?
Ja, ob er jetzt weitermacht, das ist richtig. Aber ich würde sagen, so aggressiv wie der ist, das ist ein Dämon. Muss nicht sein. Dämon mache Spinst. Da kommt er. Was? Wo kommt er? Einer, der Marzon. Ach so, ich dachte, du hast den Geist gesehen. Nee, ich glaube, mein eigenes Leichenbild sehe ich nicht. Also, da ist Alex. Da stehe ich im Hintergrund. Nee, das ist Alex im... LOL, was? Hä? Auf deinem Leichenbild sehe ich dich im Hintergrund stehen. Und, ja, ich bin hier nicht zu sehen. Ja, das letzte Foto ist dein Leichenbild. Du dürftest dich selbst nicht sehen, rein theoretisch. Aber ich sehe dich bei mir im Hintergrund. Also, ne? Super witzig. Ja. Ja, was macht Marzon jetzt? Wollte ich jetzt auch mal schauen. Ist er wieder draußen? Ah, er kommt nochmal. Ja, natürlich ist er wieder draußen. Ihr macht euch sicherlich schon wieder lustig, dass ich die ganze Zeit rauslaufe. Das hat er gespürt! Das hat er gespürt! Ohne Witz! Oh mein Gott! Sind wir wirklich so böse? Also, ich meine, wir machen uns schon ein bisschen über ihn lustig, aber eigentlich ging ich davon aus, dass er weiß, dass es nur ein Joke ist. Schreib ins Buch! Ach, der hat bestimmt deinen Stream offen, der Penner! Ernst? Stimmt. Ich glaube, es macht fast Sinn. Ich hoffe mal, dass er jetzt noch ins Buch greift. Ist halt die Frage, ob er Geisterorbs gesehen hat, ne? Oh, Aktivität. Ja, ich geh mal runter. Sehe ich das, wenn du ins Buch schreibst? Ich kann's ja mal auf die Kamera gucken im Bus. Ich glaube, die Kamera sieht man nämlich auch nicht, wenn er tot ist. Gute Frage, nächste Frage. Na, Marzon. Oh, der war gerade einmal schön kurz bei 10. Was mache ich jetzt? Oh doch, man sieht's. Krass. Das Witzige ist, wenn jetzt ein Bewegungssensor irgendwo wäre, könnten wir da durchlaufen und ihn verarschen. Echt? Ja. Oh, das wäre super witzig. Ja, wo hat er denn das Buch aufgestellt? Ich hab... Es gibt einen Bewegungssensor. Wo ist der? Oben bei der Treppe, wo es hochgeht, ins erste, glaube ich. Kannst du da mal hin und da mal laufen? Und ja, gucken, ja, ich bin sofort auf dem Weg. Ah, ich bin so eine Schissbox. Was meintest du mit schnell reagieren und drauf eingehen? Er ist drin. Ich gehe sowas von durch den Bewegungsmelder. Ja. Jungs, ich gebe mal Dämon ein, weil wenn ich jetzt sterbe, kriegen wir überhaupt nichts. So kriegen wir wenigstens ein bisschen was. So ein Weichei. Ich habe aber auch Dämon eingetragen. Jetzt fährt er ohne mich. Welcome back. I've got some jobs ready for you. Hey, ich hab's sogar recht mit dem Dämon. Jawohl. Krass. Aber ich hab mir gedacht, es macht nicht viel Sinn, wenn ich jetzt da auch noch krepiere, oder? Ja, warte mal, wäre ja wenigstens was anderes gewesen. Hast du nebenbei einen Stream offen, Marzon? Nein. Warum?
Weil wir nämlich uns gewundert hatten an einer Stelle, wo du bist, und ich weiß nicht mehr, ob Alex oder irgendeiner von uns beiden hat gesagt, der ist bestimmt draußen. Ja? Und dann gehen wir aus der Tür raus, dann stehst du draußen und genau danach sagst du, die machen sich bestimmt gerade drüber lustig, dass ich ständig draußen bin. Marzon, hast du am Ende mitbekommen, wie ständig sich der Bewegungssensor gemeldet hat? Ja! Das habe ich ja gerade auch noch gesagt, meine ich so, ich höre, dass der Bewegungsmelder ausschlägt, aber das wurde nicht abgezeichnet. Das war ich. Als Geist kannst du durch den Bewegungssensor gehen und der erkennt es trotzdem. Hm. Um deine Frage zu beantworten. Wenn du jetzt überlegst, für was man die ganze Kohle...